Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Sims 3. Wir sind hier gerade noch am Duschen, denn wir sind uns am Vorbereiten auf den heutigen Sonntag. Und jojo, dann wollen wir mal sehen, was wir heute noch so Schönes geschafft haben. Da kommt auch schon der Postbote angerannt. Einmal ums ganze Haus rum. Und wir kriegen ein Paket zugestellt. Sehr gut. Post nehmen. Wenn wir die Post genommen haben, können wir auch hier nochmal eben ein bisschen sammeln gehen. Da ist die Zeitung. Auch erstmal auf der Seite liegen lassen jetzt. Und wie ihr seht, haben wir schon wieder 2,7000 Simoleons. Also, wir sind auch wieder gut dabei. 23 Dollar Gemälde und Smaragdschliff Rauchquarz. Auch sehr schön. Okay. Mal eben das hier wegbringen. Dann mal eben einsammeln. Silber 34 und Silber 33. Festtagsbeleuchtung aufhängen. Können wir auch mal eben machen. Ne, hier an der Haustür. Genau. Festtagsbeleuchtung für das Haus. Streifen. Benutzerdefinierte Farbe. Ne, in. In. Machen wir mal in mehrfarbig einfach. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. So, dann wieder hier zurückwechseln. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch mal heute Berichte noch schreiben. Und jetzt auch erst noch mal eben eine Runde Mülltonnen tauchen. Ne, keine Runde Mülltonnen tauchen. Wir haben jetzt genug gemacht in den letzten Folgen schon. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir mal eine andere Mülltonne durchfüllen von zum Beispiel hier von diesem Rosierer-Haushalt. Und man sieht schon, das ist ziemlicher Mist hier. Durchfüllen. Seht ihr, die haben auch diese Festtagsbeleuchtung, die haben die alle hängen. Die haben die so als Streifen. So. Okay. Okay, das heißt, wir gehen jetzt auch hier erst noch neben rein in den Haushalt. Das ist auch gut. Penny Fuchs, ne? So. Und da sind wir in diesem komischen Haushalt. Der war gar nicht mal so schlecht aussieht eigentlich. Von der Ausstattung zumindest. Oh naja. Können wir erstmal freundlich Kompliment über Haus machen. Okay, die sieht auch, als wäre die heute Morgen in ihren Schminktopf gefallen. Also auch gut. Aha, ein Buchhandlungs Mitarbeiterin also, auch gut. Also ich kann mir einen schöneren Job vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Das ist Klarkausierer. Eine Katze. Penny ist also charismatisch. Gemein, künstlerisch, über Kunst. Auch mal so ein bisschen was machen. Einfach. Und dann wollen wir auch nach Hause. Wäre noch länger, halte ich jetzt hier echt nicht aus.
Aber gut, die Sirene einschalten. Ja, genau, er rennt jetzt erst hier durch, um hier hinten jetzt entlang zu gehen. Hinten nochmal ums Haus rumzurennen, um dann erst nach Hause zu kommen. Das ist schon irgendwie dämlich, oder? Ich kann ja mal eben hier als Eingangstür festlegen. Vielleicht bringt das ja was. Aber jetzt können wir auch erstmal verdorbenes Essen ausräumen und dann Mittagessen servieren. Ein Gelee-Sandwich. Hört sich nicht schlecht an. Ich habe ja auch vor nicht allzu langer Zeit gestückt. Haushaltshilfe einstellen. Danke, das schafft man auch selber. Aber wir müssen ja momentan zum Glück noch nicht kommen. Dann Müll gleich noch rausbringen. Ich mach mal kurz. Und da haben wir leckeres Gelee-Sandwich. Was können wir auch mal wieder wegstellen? So. Ich glaube, das ist da ziemlich gut. Das können wir beides verkaufen. Und hier diesen Edelstein, den würde ich auch einfach mal hier hinstellen. Stand. So. Drehen. Ja, dann halt nicht drehen, auch gut. Und dann können wir noch Berichte, können wir glaube ich nicht schreiben. Mehr können wir nicht, leider. Was wäre aber mal Jobs und Berufe? Ja. Nicht. Ich dachte, wir könnten auch von zu Hause noch arbeiten, aber leider nicht. Aber es ist ja auch schon wieder Sonntag, das heißt, wir gehen auch relativ früh schlafen. Relativ. Damit wir morgen gut ausgeruht sind. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nochmal ein bisschen einfach am Computer spielen. Sehr gut. Ein bisschen den Spaß nach oben treiben. Und denn dann. Naja, dann gehen wir auch erstmal wieder zur Arbeit. Mal eben kurz gucken. Ja, die Hälfte haben wir schon. Das heißt, wenn wir morgen hart arbeiten, könnte es sein, dass wir komplett befördert werden, schon auf Stufe 7. Wäre ziemlich schön. Aber jetzt ist erstmal Schlafenszeit. So. Schlafen bis 1.30 Uhr, das ist, glaube ich, eher weniger. Aber ich würde sagen, dass wir, schnell. Gut, schneit draußen übrigens. Aber ich würde sagen, dass wir natürlich früher aufstehen. Und wenn wir dann morgen die Beförderung haben, dass wir wieder am Haus ein bisschen weiterarbeiten einfach. Dass wir wieder hier den Boden austauschen, noch ein paar Fenster ergänzen, den Garten und all sowas halt. Ich will auch wieder ein bisschen was bauen, denn wir haben ja es noch nicht so mit Frauen. Ich möchte aber noch gerne mir selber eine Frau hier erstellen. Iglu bauen, eher weniger. Ich möchte auf jeden Fall hier noch eine Frau erstellen, die ich dann in die Stadt hinzufügen werde. Der wir dann auch so ein bisschen interagieren können, damit wir noch einen weiteren Partner hier halt kriegen. Einen weiteren Sim, den wir dann irgendwann kriegen können. Halleluja, er hat es hingekriegt, ordentlich abzuziehen. Denn manchmal hakt das Klo halt. Das heißt, man kann es nicht abziehen. Dann ein bisschen schlecht, denn das stinkt dann nach einer gewissen Weile. Wir haben 4.25 Uhr. Wir werden uns jetzt ein schönes Frühstück servieren. Beziehungsweise altes nehmen, was wir noch nicht haben. Dann Zähne putzen. Dann rumbasteln, sondern duschen, Zähne putzen, dann nochmal ein bisschen einfach spielen.
schneit schon wieder. Wow. Sehr schön. So. Oh, pushen. Dann haben wir auch schon wieder unseren schönen Titel an. Fahrgemeinschaft in etwa einer Stunde. Okay, wir sind mit Spar schon voll. Dann können wir sofort auch arbeiten fahren. Das heißt, wir arbeiten ein bisschen mehr. Winterfest. Naja. Der Postbote ist auch gut. Schön im T-Shirt. Brauchen wir momentan nicht. Zeitungsjunge ist auch im T-Shirt da. Ja, das können wir auch machen. An der Konferenz im Rathaus teilnehmen. Dann müssen wir uns noch ein Teleskop kaufen. Das auch unbedingt noch machen. Vom Spaß her geht das auch noch alles. Also, hart arbeiten bringt es auf jeden Fall. Mal gucken, vielleicht kriegen wir die Leiste auch komplett voll. Wäre ziemlich schön. So. Ja, es wird knapp. Sehr wahrscheinlich nur dieses kleine letzte Stückchen, das wir dann nicht kriegen. Ja, gespannt. Na, haben wir nicht gekriegt. 880 Simoleons haben wir. Jetzt erst an der Konferenz im Rathaus teilnehmen. Zwischen 17 und 21 Uhr, das heißt nachher erst kommen. Das heißt, jetzt können wir noch in Ruhe nach Hause fahren. Was wir dann aber hier zu Hause machen können, ist ein bisschen Malereifähigkeit arbeiten. Okay, dann halt erst noch säubern, auch gut. Mal üben. Ein. Sehr gut. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir erst eben zur Konferenz fahren. Konferenz teilnehmen. So, sehr gut. Damit wir das auch für unseren Job erledigt haben. Das dauert jetzt natürlich auch ein bisschen. Ich bin gespannt, wie lange. Eben gucken, wie lange ich denn jetzt schon aufnehme. Nicht, dass ich hier mal wieder zu viel aufnehme. 13 Minuten passt doch vollkommen. Gut, noch. Das heißt, wenn wir jetzt gleich nach Hause kommen, auch erstmal eben was essen, dann schlafen gehen. Also Reste essen von Chili-Sandwich, dann auch sofort ins Bettchen. Würde auch die Zeit wieder vorlaufen lassen. Ganz entspannt. Das heißt, morgen können wir es auf der Arbeit wirklich ganz entspannt angehen lassen. Denn wir müssen nur ein ganz kleines Stück voll machen. Wir haben an der Konferenz teilgenommen. Das bringt uns auch nochmal so ein extra Stückchen. Also alles super. In solchen Momenten ist eine Frau eigentlich ziemlich gut, denn mit der könnte man dann auch interagieren. Oder eine Katze, beziehungsweise ein anderes Tier. So, hier in diesem Falle jetzt Hunde oder Katzen. Pferde möchte ich nicht auf dem Grundstück halten. Aber wir werden ja sehen, wir werden ja später noch umziehen auf ein anderes, schöneres, größeres Grundstück. Dann jetzt erstmal duschen, dann säubern, Zähne putzen, dann können wir noch mal hier wieder ein bisschen am Computer sitzen. So. Für eine Stunde. Fahren aber selber zur Arbeit. So.
Oh, sehr gut. Ja, genau. Können wir einfach hier ein bisschen mit Partner unterhalten. Gefördert werden wir heute auf jeden Fall. Also damit wir den Partner so ein bisschen weiter nach oben kriegen. Kann auch nicht schaden. Sieht jetzt schon wunderbar. Das geht jetzt immer so ein Stückchen weiter halt. Dann jetzt gleich nochmal eben eine Schicht Hartarbeiten reinschieben. So von 14:30 Uhr ab. Ja. Oder jetzt auch schon. Damit wir auch heute auch auf jeden Fall befördert werden. Das ist jetzt gleich. So, jetzt. 758 Simoleons haben wir verdient. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Igor hat ihm einen Bonus von 1620 Simoleons und eine Beförderung angebracht. Er ist nun Tatorttechniker. Raus aus dem Labor und ab in die große, weite Welt. Als Mitglied der Spurensicherung ist es deine Aufgabe, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Jede noch so unbedeutende Oberfläche muss nach Fingerabdrücken abgesucht werden und auch jedes einzelne Haar gehört überprüft. Die Beweise liegen direkt vor deiner Nase, aber nur, wenn du weißt, wonach du suchen musst. Igor verdient 159 Simoleons in der Stunde und arbeitet von 9 bis 15 Uhr. Das ist ziemlich geil. Malereifähigkeit verbessern, Gruppe gründen, weniger. So, da wollen wir mal gucken nach den Fähigkeiten. Logik ist aktuell noch knapp in Ordnung. Malereifähigkeit erst Level 3. Die müssen wir aber später auch noch verbessern. Zeitung mal eben wegwerfen. Aber jetzt haben wir 6000 Simoleons wieder angehäuft hier. Das ist ziemlich gut. Und jetzt erstmal ein bisschen fortfahren einfach. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal ein bisschen darum kümmern, bis wieder ein bisschen auszubauen. Boah. Also ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Da müssen wir übrigens noch Rechnungen bezahlen. 206 Simoleons. So. So, sehr gut. Auch wieder weitermachen. Logikfähigkeit verbessern. Auch. Müssen wir auch bald mal wieder machen. Wieder ein bisschen Schach spielen einfach. Ich glaube, ausbauen machen wir nicht in dieser Folge, denn dafür reicht die Zeit jetzt schon nicht mehr. 18 Simoleons. Ja, können wir auch wieder verkaufen. Oh, sehr gut. Und dann. Gucken, wie steht es? Ah, Hälfte, da können wir noch ein bisschen am PC sitzen. Hat bis jetzt ja auch noch keinen geschadet. So, mal eben gucken. Ah, sieht alles ganz gut aus soweit. So, dann gehen wir jetzt auch eher erstmal schlafen. Damit wir für morgen für den Tag auch wieder gut ausgeruht sind. Denn sonst gehen wir mehr oder weniger ein dann. Das ist nicht gut. Das sind dann halt immer so diese etwas langweiligeren Momente, in denen man das machen kann. So, genau. Alles läuft hier ja wie am Schnürchen. Nur ja. Dann halt immer weiter und weiter geht. Ich bin mal auch sehr gespannt, was wir jetzt als nächstes dann auch angehen werden, welches Thema hier. Denn natürlich erstmal Haus ausbauen, Frau suchen und all sowas. Dann können wir jetzt auch aufstehen, recht langsam mit dem Pennen. Mir ist auch so lustig mit dieser Decke, wie die aussieht. So, erstmal Bett machen, sehr gut. Verdorbenes Essen ausräumen. So. Dann die Reste essen vom Chili-Sandwich. Auch sehr gut. Oh, sehr gut.
Aufräumen macht er ja selbstständig, aber ja, Kühlschrank müssen wir natürlich austauschen. Denn mittlerweile schon ziemlich lange in diesem einen Kühlschrank. Ich glaube, die ganze Küche müsste auch mit ausgetauscht werden. Aber das können wir ja dann noch irgendwann anders machen. Wie ich sehe, sind wir jetzt schon wieder sogar etwas über der Zeit. Also, ich danke euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Sollte euch diese Folge gefallen haben, wäre ich über einen Daumen sehr erfreut. Sollte euch mein Kanal gefallen. Natürlich könnt ihr auch ein bisschen Werbung für den Kanal machen. Ein Abonnement deswegen wäre auch sehr schön. Und einen Kommentar könnt ihr auch immer gerne da lassen mit irgendwelchen Vorschlägen, Wünschen und so weiter. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.